Direkt hier drüben. Direkt da drüben. Ah. Direkt da drüben, hältst du nicht aus. Natsumi, schön, dass du reinschaust. Hallo und herzlich Moin, willkommen. Natsumi, Hallo, Grüße. Ist ja nicht zu fassen. Warte, bevor wir hier durchdrehen, ja? Ich muss das mal hier sortieren. So, warte, die Kohle kommt da oben hin. Was habe ich denn hier? Warum habe ich meinen. Ich frage lieber nicht. Nein, lieber nicht. Du wolltest nichts sortieren. Nein, ich wollte. Nee, nee. Ah, ich habe zu wenig, ich brauche mehr Platz hier und das ist viel zu wenig. Da will ich mal. Ach, stimmt ja, unsere Bude ist ja soweit fast zurecht, ne? Richtig, da können wir fast umbauen, umziehen können wir da ja fast. Ja. Ne? Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, die Bude muss ich noch ein bisschen umbauen, das gefällt mir so nicht. Nicht ganz so. Aber darf ja gerne mal so sein. So, Ja, wer. Warte. die zweite Etage oben drauf, die dürfte ein bisschen mehr nach außen kommen Hat halt, dich einer ne? gefragt? Ja. Können Mein Hohen, hallo Arzt. und herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für 29 Monate. Moin, 29 Monate, Stufe moin, 1. moin. Vielen, vielen Dank. Dreh's ja am Rad, Mensch. So. So, gut, jetzt gehen wir uns wenigstens. Was hast du mit der zweiten Etage? Was war damit? Was? Was war mit der zweiten Etage? Geht dich ein Scheißdreck an. So, wo ist der Hund jetzt? Warte mal, ich komme mal hin hier. Ich komm ja mal rüber, du, pass mal auf. Ja, komm hier hin doch. Reden wir mal Tacheles hier. Ehrlich. Wer sind wir denn? Nein, dass man die zweite Etage vielleicht ein bisschen weiter macht, dass das da die untere etwas schmaler. Ich Ja, weiß nimm mal das Mikro so ein bisschen dichter am Mund. Nicht Habe ich doch. in die Tasche stecken. Das ist so Panne. Ach, schön. So, ach, den hier wollen wir nehmen hier. Aha, den roten Ruby. Der zwei, ja genau, das können wir auch locker flockig. Kein Problem. Wollten wir da nicht erstmal rein, oder? Na gut. Er war wieder zu. Er kommt wieder nicht. Also, ne? Hier ist verschlossen. Skate, Tom, was schreibst du? Joe, sein Ton ist zu geil. Klingt fast wie auf Arbeit. Jupp. Wir sind ja fast auf Arbeit hier. Hallo, hier ist offen. Ich habe was gefunden. Du hast tatsächlich, das sieht ja nicht aus. Dann geh doch rein. Trau Ja, dich. ich bin doch schon drin. Trau dich. Wir gehen schon mal wieder raus, denn, ne? Ja. Sicherheitshalber. Wir wissen ja nicht, was hier los ist. Was ist denn hier los? Ach, hier, ne? Finanzmann ist schon mal da. Opa, ja, der kriegt aber gleich was Du brauchst mich auch von. mal hier? Also, lass das. Joe steht ganz hinten. Ja, ich kam nicht rein. Ja, das hätte ich auch gesagt. Der schont seinen Knüppel erstmal. Ja, Schont richtig. sein Knüppel, ja, wird wieder. Oh Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist noch ein bisschen früh, ne? Jemand auf dem Klo? Ja. Ich. Ja, also Kling ist auf dem Klo gerade. Und finde hier nur Papier. Ich kann nicht mehr. So. Siehste. So, also wie gesagt, wir haben eine ganze Menge vor. Ich muss das mal kurz zusammenfassen. Und zwar die Hütte umbauen. Wollen wir noch in die Tage und auf jeden Fall in die Tage. Und Die Tage hatte ich ja dann. ja, genau. Und wir wollten umziehen. Genau, wir wollten umziehen. Unseren Kram schon mal dahin schleppen. Mal die Tür auf. Sag mal. Das dauert ja aber auch wieder, ne? Boah, wir schon eine Eisenspitze. Ja, hast du nicht, oder was? Hoppala. Natsumi, was schreibst du gerade? Ich war heute im MRT und habe erfahren, dass ich eine leichte Bandscheibenvorfall habe. In der Oh, cool. Halswirbelsäule. Na wunderbar. Bekomme jetzt PRT. Schon viele kann euch gerne erklären, falls ihr es nicht wisst. Was ist PRT? Weißt du auch? MRT oder was? PRT. Nee, Bekomme jetzt PRT. PRT. PRT, okay. Außerdem wollten sie jetzt noch im Kopf Als gucken. Spritze? Dort ist meine Empfindlichkeitsstörung im rechten Arm. Aber sonst geht es mir super. Ja, das ist so großartig. Gibt es Großartig. die Schmerzspritze oder gibt es. Ach, besten gerade. Warte mal, ich muss mal kurz raustappen. Warte mal, erlauben, ja. Der Stab ist erlaubt, Skate Top. Der Stab ist erlaubt. Mein Bot war wieder so hastig. Als Spritze genau in die Wirbel. Ach nein. Ja. Sehr gerne nicht. Ist eine Sache, die muss nicht sein. So. So, gucken wir mal. Wie geht's raus? Ja, hier geht's hoch, hier hinten hoch. Was ist denn hier? Hier auch.
Lass doch die Dame runterkommen wenigstens. Genau, ne? Lass sie doch erstmal, ne, in Ruhe. So, hier können wir eine Runde, Oh, bist kommst du hier? Oh, hallo. Hallöchen. Hallo. Ich bin alle runtergefallen. Sag mir mal. Da habe ich mich voll erschreckt, schrockene. Warte mal, ich nehme mal die, ne? Na komm doch raus da. Alter, du hast ja auch noch Leuchteraugen, ne? Hat sie. Oh, sie hat Leuchteraugen. Sie ist ganz, ganz sportlich da unterwegs. Pass mal, sie kriegt jetzt mal hier... Ich glaube, mein Spiel ist eingefroren. Was? Ich glaube, mein Spiel ist einfach eingefroren. Aha, wieso? Ist es zu kalt bei dir? Nein. Ja, mal einen Moment warten. Mhm. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Ich habe meine Tasche übrigens gefunden. Ach ja, stimmt, da war ja was, ne? Ach stimmt, ja, eine Tasche. Ja, genau. So, was sind wir denn hier? Ach, das falls ihr mal die Tasche oben sucht, die ist hier über der Treppe an den Rohren. Okay, ja, dann gehen wir mal nach oben. Ja, mal gucken. Mal gucken, was oben los ist. Ja, und dann müsst ihr dann hier rüber aufs Rohr und da hinten ist eine... Es hängt schon wieder. Naja, wenn ich meine Lieblingsabenteurer mit der Apokalypse sehe, geht es mir doch viel besser. Ja, siehst du, guck mal sehen. Ne, wir sind auch gleich noch so ein bisschen, ne? Also irgendwas stimmt mit meinem Spiel gerade nicht. Ja, okay. Ich versuche noch auf Krampf mal eben hier die Quest zu Ende zu machen. Ja. Und dann starte ich mal kurz den Rechner einmal neu. Ja, okay. Irgendwas stimmt hier gerade gehörig nicht. Ja. Okay, ja gut, kann ja vorkommen. Ich hab das gleiche Problem. Ich weiß nicht, was mit dem TS ist. Ich habe ein kleines Problem mit TS. Und zwar? Nach längerer Zeit, also nach ein paar Stündchen sozusagen, dann hängt das hier auf. Dann hängt sich das auf. Okay. Au. Hey, Leute, Dame, wo kommst du denn her? Das wird aber jetzt langsam ein bisschen knipplig hier. Warte. Ey, das wird aber jetzt echt ein bisschen knapp. Ja. Thema ist durch. Wo kamen die Leuchtaugen denn her? Naja, sie mögen mich auf jeden Fall. Sie haben mich zum Fressen gern. An meinem Rucksack. Also bei mir hängt gerade der ganze Rechner. Hier geht gar nichts mehr. Oh, ja, den Haaren immer. So schlimm ist das schon? Ja, ehrlich, ich kann das... Autsch, doch nicht hauen. Tut ja, weh. Der macht einen Neustart. Ja, dann ist die Quest auch im Arsch. Ja, so ein Dreck. Dann ist man nach einem kleinen Moment. Ja. Wo ist meine Tasche? Ja, du stehst ja auch auf der Stelle. Ach, jetzt schließe ich auf dich. Ach, super. Ich hänge hier fest. Oh. So. Ich mache mal den Taskmanager offen. Ja, der hat sich richtig weggehangen. Kann vorkommen. Ich hatte das auch schon mal. So, noch nicht fertig. Irgendwo muss noch ein Zombie sein. So, meine Tasche ist, ja. Ja gut, dann geht's mal kurz in den Hartstart. Bis gleich. Jo, alles klar. So, warte mal. Sind wir hier durch? Nee, sind wir nicht. Nee, irgendwo muss noch ein Zombie sein, weil Säubre das Gebiet ist noch nicht fertig. War das Säubre das Gebiet oder war das die Tasche suchen? Tasche und Gebiet säubern. Ach, großartig. Ich bin ein Held. Hm. Und ich sterbe da vor mich hin. Für nothing. So. Na komm runter da. Hallo Beringer, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin moin. Hallöle. So, ach, das war eine. Jetzt sind wir fertig, siehst du? Elektronik. Ich nehme den ganzen Gerönsel mit hier. Ich hab schon wieder... So, Quest ist aber fertig. Das andere hast du schon mitgenommen, jawohl. Da ist was drin. Jetzt haben wir alles jetzt? Ja, ich habe... Mal gucken, ob wir nicht... Zombies sind alle weg, ja. Ich habe, was mich jetzt gerade wundert, ich habe noch kein Versteck gefunden hier. Normalerweise sind überall in jedem Haus irgendwo ein Versteck. Ich habe übrigens noch nichts gesehen. Ja gut, ich meine, okay. So, die ist ja ein bisschen größer, die Hütte. Ist ja nicht so, dass es hier mini klein ist, ne?
Nee, schon. Ach, hier waren wir schon auch hier drin. Ja, super. Ja, manchmal musst du schon ganz genau hingucken. Da, ja, ich habe eine Tasche gefunden. Gut, hilft mir nicht. So, auf dem Dach war nichts, ne? Nee, denke ich mal nicht. Gut. Zombies sind jedenfalls alle weg. Die Quest ist ganz fertig. Das ist großartig. Ja gut, ich meine, du bist die Einzige, die Quest jetzt durch hat. Ja. Ja, aber ist super. Warte mal, was ist hier noch was hin, ne? Ich weiß nicht, kommt man da? Nee, kommt man nicht hin, ne? Ja, dann lass uns zum Händler rüber. Ja, ist die Tür. Gut, dann lass uns zum Händler düdeln. Ich kann auch nach Hause fahren, so ist es ja nicht. Ich habe meine Tasche ja voll. Dann kann ich das noch ausladen. Medizin habe ich noch einmal für dich. Warte. Warte, wo bist du? Wo bist du? Wo bist denn du? Ich bin draußen. Draußen vor der Tür. Ja, dann suche ich erstmal, wo die Treppe nach unten war. Ja, hier. Es geht doch. Da schickt man Joe einmal ein Erotikvideo und dann ist auch noch ein Virus drin. Naja, wenn schon, pass mal auf, hier habe ich ein Büchlein für dich. Ist leider nur eins, aber immerhin. Naja, wenigstens das, ne? Naja, ne, dachte ich mir auch. So. Also, benutz mal. Was ist das denn hier? Primitives Outfit. Was ist denn das hier? Ja, guck mal, nehmen wir das doch. Ist jetzt nicht optimal, aber immerhin besser als nichts. So, lass mal was irgendwie verändern. Lass mal raus hier. Verändern. Dit rein, fertig. So. Siehst du, sieht doch schon ein bisschen brutaler aus, der Knecht. Hallo Otze, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin, moin. Du, jeder rund hier. So, pass mal auf, jetzt werde ich mal, ich werde den Kram mal wieder zurückbringen. Oder ich werde mal nach Hause laufen. Du fährst zum Händler, ne? Ja. Kannst du mal gucken, was der so hat. Ich denke mal, Joe wird auch gleich wieder da sein. Muss den Rechner einmal neu starten und dann... Das kann auch sein, dass der sich verschluckt hat, ne? Das hatte ich nämlich auch schon. Ach, soll mal vorkommen. So schlimm finde ich das jetzt nicht. Nee, das, wie gesagt, das habe ich auch schon gehabt, dass der festgehängt hat. Und das ist genauso mit diesem Teamspeak. Ich verstehe das gar nicht. Eigentlich läuft das immer so rund. Aber nach ein paar Stündchen, dann ist das so, als wenn ihr so abhackt. Ich kann auch ganz abgehackt nur verstehen. Dann muss ich einmal den Teamspeak ausmachen, wieder anmachen. Und dann ist alles wieder tutti. Ganz kurioso. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir nicht einmal testen sollen, ob wir nicht mal nächstes Mal vielleicht einmal Discord machen. Nur mal testen, ob das funktioniert, ob das besser geht. Mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Nur als Idee. Also jetzt nicht, ne? Also das ist jetzt kein Must-Have oder so. Was war das hier? Wollen wir das hier verändern? Oh ja, tatsächlich. Ja, wunderbar. Ja, was haben wir denn da? Minus 3,3. So, nutz mal. Plus 8. 40,1. Ja, gut, da ist nichts drin, ne? 27 etwas. Ich muss mal testen hier mal auf. Ach, passt da nicht rein. So Mist. Na gut. Was haben wir da jetzt? 15, 6. 16, 8. Okay. So. So, wo ist man da zu Hause? Da hinten irgendwo, ne? Mhm. JWD, ganz weit weg. Da sind noch zwei Farmbücher drin in der Farmkiste. Mhm. Ich müsste auch noch mal... Die schmeiß ich mal da hinten rein. Nee, warte mal. Wir haben auch keinen Platz mehr hier. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem Kram. Das ist noch viel schlimmer.
Was war das? Landwirtstiefel, primitive Kapuze. So. So. Das schmeiße ich hier mal rein. Das nicht unbedingt, aber das hier. Das muss da rein. Ach, guck mal. So, erstmal nach Hause. Zu den Bögen. Ich probiere das mal aus. Naja, Moped. So. Ach, das ist schon drin. So. Um die Kurve hier. Hier ist alles voll. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ach du Himmel. So. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir alles rüberkriegen. Ja, wir müssen mal hier, was ich bringe mal das Messing raus. Warte mal, Hülsen. Mach mal drauf. Ja, zack. Den Blei kannst auch mal rausbrennen hier. Oder das Blei, wie auch immer. Mach mal. Und Eisen. Ja, machen wir denn. So, warte, ich muss mal reparieren hier. Meine Klamotte. Wie mache ich das denn? Reparieren mit was? Ach, guck. Ach komm, zähle ich mir, so viel brauchen wir davon gar nicht. Was? Besser Verhandlung. Auch? Warum sollst du das drüben nicht schon ein? Stimmt, Natumi. Warum habe ich das nicht drüben schon eingegeben? Also warum nicht? Ah, Mann doch. Die ist ja nicht zu fassen. Hat er wieder nicht. So, warte mal, was ist das denn hier? So. Nimm das mal hier. Wie repariere ich den Mist? Ach, siehst du. Okay, gut. Aber ich glaube, ich habe doch einen Garten gemacht. Mal gucken, ob da schon was ist. So. Wer der ist? Pass mal auf, was habe ich hier oben da drin? Das ist gar nicht. Gar nicht, gar nicht. So. Ja, aber drüben schon, ich weiß nicht. Was denn, wo denn? Na komm her. Wo denn? Ach, hier unten. Ach gut, na gut. Lass das. Ja. Ich greif noch mal rüber und guck mal, wie weit wir da sind. Nahtod, Mistdreck. Ich hab den NATO in den Haken. Ach, das war nicht los, den Scheiß. Hier aber je höher du kommst in der Stufe, umso langsamer wirst du den NATO los. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich meine, andersrum, wir sind ja noch nicht so hoch, ne? Die sind ja so schlimm, sind ja, wir gar nicht. Ja, das geht noch. Level 28, 25, guck mal, das ist alles gut. Alles noch im Lot. Okay, und ich guck mal, ob der Garten schon fertig ist. So, ich mach mich dann mal, genau, ich fahr mich mal zur Hütte hin, mal gucken, wie weit die ist. Warte mal. Fahr ich einfach los und weiß gar nicht, wo die Bude ist. Doch, da. Irgendwo in der Nähe beim Händler, da findest du es. Stimmt. Cola Orion. Was? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Was ist denn das? Kenn ich nicht. Nee, zum Trinken kenne ich nicht. Man kennt so einiges bloß. Das ist ein bisschen, naja, ich sag mal, ich habe auch noch kein Spiel gehabt, wo du mal alles hattest. Nee. Weißt du, wo du mal alles durch gewesen bist, nee, bis zum letzten. Stimmt. Asi.
stimmt. Also bleib stehen, ich komme. Was ich gesehen habe, Reddick war einer, der hat was gepostet. Das fand ich richtig cool, interessant. Ein Museum. Ein UFO-Museum. Hier im Spiel irgendwo ist ein UFO-Museum. Okay. Fand ich voll cool. Das fand ich mal richtig interessant. So, warte mal, bremst mal ab hier. Kiste an hier, furchtbar, Mensch. So. So, die Bude, die muss noch geändert werden. Die gefällt mir so nicht. Das muss noch irgendwie anders. Der sieht mir aus wie so ein... Also unten ist ja schön strukturiert. Das hat irgendwie... Das Stil hat das Ding. Aber oben sieht das aus wie so eine Werkshalle. Wie eine Fabrik. Wie eine Fabrik. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Gibt es von mir im Rewe im Kühlschrank? Cola mit Orion? Okay. Cola mit Orion-Geschmack. Nee, also sowas habe ich noch nie gehört. Ich liebe immer noch. Dieses Cola mit dieses Cola Cherry. Oh. Oh. Cola Cherry, da kann ich mich reinsetzen. Ach, das ist sowas fällig. Das mag ich total. Wo ist mein Moped? So, warte mal. Machen wir Tür zu hier. Frische Luft. Ah, die Bude ist schon cool. Also irgendwo ist die schon. Das ist. Also du kannst sagen, wo du bist. Die ist schon mal. Doch, das ist. Bloß hier, das fällt mir irgendwie nicht. Irgendwie muss man es. Ich weiß nicht. Muss noch was geändert werden. Cola Cherry. Mit Zucker, klar. Nicht Zero. Zero schmeckt die nicht. Zero habe ich ja auch probiert, aber das ist nicht meins. Das ist so süßer Zeug. Noch süßer wie die andere. Ja, aber das, die schmeckt mir besser. Also zum Beispiel, die Cola Cherry zum Beispiel, ne? Die habe ich als Zero mal probiert und ne. Nee, ich finde dieses. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Die Sachen, die haben so einen komischen Nachgeschmack. Ja, die schmecken irgendwie so, als wenn du. Also ich weiß nicht, so trocken, ich weiß nicht. So diesen ganz so einen komischen trockenen Geschmack haben die. Frag mich jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber ich finde es irgendwie. Aber wie gesagt, mit Zucker ist super. Ganz normal, das ist ganz normale Cola. Die schmeckt voll cool. Das ist richtig mein Ding. So. Warte mal, irgendwie. Ich will die irgendwie anders bauen. Ich weiß mal noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Ich wollte am liebsten die Treppen. Die Treppen wollte ich gerne in die Ecke haben. Weißt du, wie bei Hogwarts. So, ne? So ein kleines Türmchen an der Seite, wo nur die Treppe drin ist. Das hätte ich gerne. Aber ich traue mich auch nicht irgendwie was wegzureißen, was ich jetzt doch mache. Und, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. So, guck mal. Wie groß ist denn so eine Treppe? Ich muss da mal gucken. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich sehe das schon wieder. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sollst du aber nicht. Nee, ich weiß, aber ich mach's trotzdem. Kennst mich ja. Ja, deswegen ja. Ja, eben. Warte mal, wie groß ist denn das Ding? 4 mal 1, 2, 3, 4. 4 Felder braucht das Teil. Das ist doch gar nicht so schlimm. Also so schlimm ist das gar nicht. 4 Felder? Das kriegen wir doch hin. Was haben wir noch? Kartoffeln? 4 Felder. 1, 2, 3. Dann wir die Ecke mit. 5. Ist mir egal. Endlich zu Hause. Ja, super. Hast es geschafft. Glückwunsch. So. Also. Wendeltreppe? So, dann gucke ich mal, ob ich zu Hause noch was zum Anpflanzen habe. Okay. Ja. Massive. Das passt ja gar nicht. Hohle Wendeltreppefüller. Hör doch auf. Massive Stufen. Ist ja auch kleiner. Wendeltreppe. Halten wir mal mit, gucken wir mal, was drin ist. Das denn passen? Oh, ich sehe noch einen Kartoffelsamen. Kann doch besser gar nicht sein. Gut, keine Ahnung. So. Mal hier. Passt da gar nicht hin, da und. Hm.
Nein! Du hast dein Bein verstaucht. Na wunderbar. Gut, dass du das sagst. Ja, bist ein Kumpel. Ich merke das schon. Ja, ja, ne? Warte mal, krieg ich das. Pass mal, das brauche ich hier unten rein. Dahin? Ach nee, warte, hier unten darf ich ja gar nicht. Stimmt, das muss ich da oben machen. So. Genau. Das müsste doch gehen. Wie komme ich jetzt rein? Wunderbar. Ach, warte mal hier. Kriegst du es hin? Ja, ja, klappt schon. So. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ja, der ist schon ein bisschen lange weg, ne? Oder hat er was im Discord geschrieben? Ich weiß jetzt gar nicht. Mal gucken wir mal. Nein, nee. Nee, noch nicht. Noch ist er am Start. Oh. So, alle hüpf hier. Noch alles gut. So, was machen wir? Wo waren wir jetzt hier? Da hinten, ne? Genau, hier hinten. Mal gucken, wenn ich jetzt die Wendeltreppe hinbaue hier, ne? In der Treppe ist so gar nicht mal so verkehrt. Nee, die hat, also die finde ich auch, die hat was. So. Na, haben wir noch eine hier? Mal dann hier hin, Fuppi. Wir brauchen unbedingt, wir müssen alles rüberräumen. Hast du nicht Platz hier richtig mehr? Das ist nämlich das Problem. Wollen wir da über nichts machen? Geh doch einen höher. Nein! Oh. Was machen wir da? So, warte mal, so. Und Tour 7, hallo und herzlich willkommen, schönes Reinschaus und vielen Dank für 19 Monate Stufe 1. Vielen, vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. So, warte mal, den lassen wir mal sitzen, die wollen wir mal hin. Mal sehen, was wir mit. Mal her, die sind doch. Ja. Da. Genau, so, Zuppidupi. Mal hier. Nochmal mit. Noch mal mit. Der will da aber nicht hin, der Hund, ne? Der will hier oben nicht hin. Bisschen wieso schwierig. Nicht? Ich weiß, keine Ahnung. Er will, also der ist sowas von, ne? So, mal her. Das ist was anders. Hoppala. Den wegnehmen, das passt doch schon wieder, ne? Ja, wunderbar. So. Mal her, Moped, kommst du da mit? Mach mal deinen Fahrrad, ja, das pflanzen wir. So, das hier, zack, zack. So, na komm. Wie gesagt, ich baue gerade die Wendeltreppe mal ein. Mal gucken, ob das passt. So. Ach nein. So. Ach, guck mal. Ups, der ist leer. Das passt sozusagen gar nicht. Passt nicht? Nee, das ist dann aber. Warte mal, da bin ich doof angefangen. Das war doof. Jetzt komme ich ja da oben raus. Ja, so. Das hilft mir auch nicht. So, anhalten. Wärmerbett. Einstecken, bevor es weg ist. Achso, dann wird mir noch ein bisschen was anpflanzen. Kann man da durch? Nee. Ja. Oh, nein! Pflanzen, hopp. Ich habe mein Bein gebrochen. Es wird nur besser. Es wird nur besser. Hm. Oh, Himmel. Himmel. Mist, dann passt das mit dieser blöden Treppe ja gar nicht. Das ist aber jetzt Panne.
nicht. Ach Gott. Kann ich mir... wie heißt denn das so schön? So. Schiene, ne? Schiene. Schiene. Robert, komm her. Schienenhersteller, was brauche ich denn dafür? Stofffetzen und Klebeband. Wo brauche ich denn Klebeband für? Bist du auf dem Weg nach Hause oder warst du zu Hause? Ja. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Wenn du eine Schiene findest da, ne? Das müssten wir eigentlich haben. Gibt es eine oder Schiene, müssten wir haben. Darfst du gerne mitnehmen. Ich bring's mit. Ja, das ist gerade ein bisschen echt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Nicht gut. Und wir sagen, gar nicht gut. Schade, dass das mit der Wendeltreppe nicht passt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wäre aber cool gewesen. Ja, das wär richtig cool gewesen. Schade eigentlich. Was mache ich denn da? Das ist doof, dass nicht passt. Fangen wir da an. Ja. Gut, das passt. Ja, komm her, komm mit. Ist ein bisschen Panne. Das ist ja bei sowas, was mich gar nicht. Also, das finde ich überall. Also, sowas von nicht. Ne? Also, finde ich nicht. Ja, da fehlt noch mehr. Okay, eine. Das tun wir mal hier hinten rein. Das passt so einigermaßen. So. Gut. Ja. So. Den. Und du wolltest jetzt ein Dings haben. Mhm. Schiene oder so, ne? Ja, genau. Das wäre also. Ne, das wäre so. Gipsbein haben wir nicht, aber eine Schiene kannst du kriegen. Das ist doch mal großartig. Ja. Das Schlimme ist, dass hier die Wendeltreppe raufbaue. Fällt die bestimmt zusammen. Oder? Nee, hält. Die hält. Die Treppe darf dann nicht weg. Oder? Ja, klar. Ja. Yep. So, na los. Komm. Der Wald, der tut auch wachsen hier. Warte mal, ob ich die andersrum drehe. Ja, der Wald wächst die Hölle, ne? Mhm. Das passt nicht. Ja, Moped. Irgendwo ein Nest. Ich habe da irgendwo was gesehen, glaube ich. Gibt's denn die Wendeltreppe nicht ohne Geländer? Nee, gibt's nicht. Warum eigentlich nicht? Was eine Sauerei. Wendeltreppe oh. Rechts. Schade. So, hier. Was hier bist du? Geländer rechts. Nein. Die Wendeltreppe ohne Geländer, das wäre noch was. Dann könnte man hier wunderbar einbauen. Die passt so nämlich nicht. Leider. Na gut, können wir nichts machen. Das ist nun mal so. Wo bist du denn gerade? Ach, hier draußen dran. Mhm. Ja, dann muss ich das so machen. Das passt. So. So, dann komm erstmal, dass ich dir die Schiene geben kann. Oh ja, das ist eine super Idee. So. Na? So. Ich geh mal runter. So, dann kommen wir erstmal runter da. So. So. Wo bist du? Unten bei den da bist du. Ja, ja unten. Komm mal da. So, ich bin hier, hinter dir.
Ja. Jo. Dankeschön. Ja, bitteschön. Oh, wunderbar. Gleich ran da. Einmal Heilung. Jupp. Sehr gut. Man hört gar nichts mehr. Joe, ich denke mal, wenn er einen harten Abbruch gemacht hat, dann muss er erstmal wieder hochfahren, der ganze Kram. Da dauert ein Sekündchen. Hüpf. Wie viele Bürostühle ich auf dem Bild gesehen habe, was habe ich da gesehen? Ich denke mal, da waren mindestens 100 Stück. Da waren da mindestens 100. Auf dem Bild, was ich postet habe, meinst du? Mhm. Mhm. Wenn 100 reicht nicht, das sind, glaube ich, mehr. Das sind wesentlich mehr. So. So, hier hoch. Das könnte man hier den nächsten schon bauen. Aber könnte ich mir nicht hier nebenan. So. So, ne? Ich glaube. Ja, guck mal da. Dann kann man da wieder hochgehen. So. Haben wir denn mal ein Pünktchen oder sowas? Pünktchen? Ach, ja, ja, was Feines. Warum will er da nicht? Ach, da oben. Ach, das Gitter da oben. Brauchen wir hier 5. Muss ich jetzt mal wegnehmen hier oben. So. Prügelpeter rein ist ja nicht schlecht, ne? Das passt auch. Und dann oben nochmal den hier. Ach, Mist. Hier. Ja. Formkopie. So. Und die Treppe nochmal. So. Es regnet. Wenn man wüsste, wo man die Pünktchen zuerst drin tut, ne? Ja, das ist nämlich das. Super, Matt. Das passt. Jetzt kann ich das hier wegnehmen. So, so. So, so. Ich glaube, der Prügelpeter wäre nicht verkehrt. So, hier noch ausgehen, das geht. Siehst du wohl. Dann kann die Treppe normalerweise weg. Dann haben wir nämlich hier draußen nämlich eine Treppe. Jetzt muss ich bloß irgendwie sehen. Und das. Ja. Und dann war es das wieder mit dem Pünktchen. Dass ich da von draußen was ranbaue. Wird nochmal Spaß werden. Was nimmt man denn da? Eine Platte oder irgendwas. Platte mittig. Nee, Platte mittig wird ja nichts werden. Platte. So was. Na, guck mal, die Pflänzchen können wachsen. Regnet. Einfach. Am Gesicht. Oh gut. Ach, das geht. Ja, guck mal, dann können wir doch hier eine Kante dran machen. Das würde gehen. So, ich muss jetzt mal hier raus. Gottes Willen. So. Mal her. Ach, wo war die jetzt? Wo war denn die jetzt? Warte mal. Da. Platte. So. Ah, das passt schon. Rum um die Kopf. Rum. Komm her, komm her. So. Aber das ist ja auch wieder eckig, ne?
gibt das nicht was. Platte, Ecke, ja. Rund. Hm. Ja. Plattenpfosten. Oh Gott, ist was es gibt hier, das ist ja irre. Du bist hungrig, warum? Was haben wir denn sonst noch hier? Doppelsäule. Guck mal gleich mal wegen Essen machen. Nicht mehr viel da. Benutsch mal. Das geht doch so, finde ich. Ich muss das eben wieder hochbauen. Oh. Kann ich denn schon alles machen? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Ein Messbecher haben wir noch nicht gefunden, ne? Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht. So. Das passt. Wir machen erstmal das Wasser ab. So, guck mal her. So, irgendwas hier unter muss noch. Und hier auch nochmal hinter. Kartoffeln. Erstmal das Wasser hier. Siehst du wohl. So. Den. Gut. Hier noch. Oh. Mehr. Blaubeer, komm, was fehlt denn da jetzt noch? Aus Wasser, okay. Können wir hier raufbauen? Hier können wir nicht, ne? So. Aber die Zeit. Okay, die Zeit rennt uns wieder von den Füßen weg. Naja, egal. Egal. Heute ist mal egal. So. Ja, gut, dann machen wir das nachher andere. Bis dann oben hin. So. Da oben noch was hin, ne? Ja, Mensch, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das wird schon noch. Ja, der Hunger, der bremst mich nur gerade ein bisschen aus. Aber na gut, irgendwas ist immer, ne? Mhm. Aber gut, zu Hause wird schon gerade was gemacht. So. Das sind 600, sagst du? 600 Stühle? 15 Reihen, 40 Stück. Aha. Das kommt vom Questen und Stühle mitnehmen. Aha. Nicht schlecht. Warte mal, das hätte ich auch anders machen können, ne? Das hätte ich auch anders machen können. Mal hier rüber. Warte mal, Sonne. So. Geht dann da noch?
So. Wolltest du jetzt drüben bleiben zur Nacht? Nee, eigentlich nicht. Ich komme gleich. Ich muss nur das. Ich weiß ja, ne? Ich muss nur schnell und fix, ne? Ja, ja. So, Bei 2046? Ja, ich habe schon den. Das wird ein schöner. Ja, so ein kleiner angehängter Turm. Ein Treppenhaus. Ich glaube, der ist gar nicht mal schlecht, wenn das Ding fertig ist. So. Ist die Frage, wo ist denn jetzt hier. Weit drunter. Ach, der letzte. Gut. So. So, ne? So schön. Aua. Ja, so gar nicht. Denk so. Dran, du hast ein Auerbein. Ja, das stimmt. Ah, ich glaube, das sieht gar nicht mal so doof aus, wenn das fertig ist. Auf der anderen Seite will ich das noch genauso machen. Mhm. Vielleicht kommen da noch Fenster rein. So eine Reihe. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so doof aus. Oder? Wenn das fertig ist und dann unten noch was drunter gebaut, irgendwie was Schräges, mal gucken. Ja, so ein Türmchen an. Sieht doch gut aus. Also so ein bisschen auflockern, ich weiß auch nicht. Also ne, man lässt sich ja so ein bisschen inspirieren und Mein Moped ist vorne, Mist. Ich habe ja dieses, bei Reddick bin ich mit drauf und da ist so eine Gruppe, 7-Days-Gruppe und die ist voll cool. Die machen echt guten, also einige machen richtig coolen Sachen. Richtig witzig Kram. So, erstmal einen Hus. Ich denke mal, wenn unsere Hütte fertig ist, ne, so schlecht ist die gar nicht. Ich denke mal nicht. Nee, die hat was. Ob wir damit groß die Horden abwehren, das wissen wir ja noch gar nicht. Der noch mal sehen. Das sehen wir erst, wenn es soweit ist. Ja, das müssen wir dann noch mal lernen. So, Affenhus, 21:08 Uhr. Da kann man es immer noch verbessern. Also so ist es ja nicht, ne? Nee, genau. So, ich hoffe mal, dass Joe bald wieder da ist. Ja, ist jetzt schon ein ganzes Weilchen weg, ne? Ja, das muss ich auch sagen. Ich hoffe mal nicht, der Hubel ist abgebrannt. Nee, hoffentlich nicht. So, gut. Bolla. Hast du schon die ersten Sachen rübergefahren oder wie war das? Nee, ich habe jetzt neu angepflanzt und jetzt bin ich am Essen kochen. Ja. Hoppala. So. Ja, also du kannst normalerweise auch, wenn du Bock hast, wie dann, schon die ersten Sachen. Können wir eigentlich alles nach drüben bringen, weil ja, die Sachen, du hast ja hier für nichts mehr richtig Platz. Nee, das ist nämlich das, dass wir drüben schon mal die Kisten schon beschriften können und sowas, dass das schon mal passiert. Dann können wir die Sachen auch rüberfahren, ne? Ja, machen wir dann nächsten Tag mal. Ja, genau. Vielleicht die unterste Etage schon mal anfangen, da aufzuwerten, dass die Sachen nicht zusammenstürzen, falls wir da, ne? Aha, da läuft ein Zombie ein Dach runter. Wo? Siehst du jetzt nicht mehr. In der Richtung, wo ich hier stehe, an dem Haus hier, kam vom Dach runter der Zombie. Okay. Mhm. Also manchmal sind die ein bisschen merkwürdig, die Jungs, du. Ach, manchmal gut. Seltsam. Ja, das stimmt, das stimmt. So.